Wir haben eine Sauna selbst gebaut. Aus dem Gartenhaus. Heute war besser. Die Nachteile von der öffentlichen Sauna sind ganz klar. Man muss da hinfahren, es kostet also Zeit und vor allem, man ist nicht privat. Wir machen jetzt erstmal Aufguss. Was passiert hier gerade? Hey, oh Gott. Bei der privaten Sauna allerdings hast du den Nachteil, die ist groß, sperrig, ja, muss erstmal Platz dafür haben und vor allem, die kostet jede Menge Geld. Eine Sauna in unserer Größenordnung, wir wollen so etwa 8 bis 10 Kubikmeter, kostet mindestens 2000 Euro und die ist da noch nicht mal aufgebaut. Aber das Gartenhaus soll weiterhin auch theoretisch als Gartenhaus benutzbar sein, für um die 400-500 Euro. Wenn ihr so ein Gartenhaus wie das hier noch nicht habt, dann könnt ihr solche Häuser für lau oder für gerade mal 100 bis 200 Euro im Internet bekommen und selbst wenn ihr sie neu kauft, gehen die schon bei 500 Euro los. Im Endeffekt hast du dann Gartenhaus plus Saunaumbau, dann bist du bei knapp 1000 Euro, bist damit aber immer noch um die Hälfte günstiger als eine Fertigsauna mit den gleichen Maßen. Du musst beides so oder so aufbauen. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los, ne? Und das ist unser Plan. Zuerst dämmen wir Wände, Boden, Decke und Tür in unserem Holzgartenhaus. Die Wände werden neu verkleidet und auf dem Boden legen wir Klickvinyl aus. Zum Abschluss noch klappbare Bänke und einen Saunaofen rein. Fertig. Und das braucht ihr dafür. Vorausgesetzt, ihr habt ein Holzgartenhaus, Styropor zum Dämmen, Dämmfolie, Dichtungsbänder, Holz für Bänke und Verkleidung, Klickvinyl und einen Saunaofen. Das Wichtigste bei einer Sauna neben dem Ofen ist vor allem, dass sie die Hitze, die Wärme hält. Genau. Korrekt? Und deshalb muss da noch eine Dämmung rein, weil momentan ist da nackte Wand. Dünne Wändchen. Genau. Und da geht die Hitze durch und deshalb muss da eine Dämmung rein, ist ja klar. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Decke. Genau. Weil die ist oben. Für die Decke haben wir uns Folgendes überlegt. Das da ist... Scheiße, wie nochmal? Reflexionsfolie für Hinterheizkörper. Das ist ein Wärmereflektor, den du normalerweise in der Heizung machst. Der ist halt extrem günstig gewesen. Und unsere geniale Idee ist es jetzt, diesen Heizungsreflektor hier einfach an die Decke dran zu machen. Die Dämmfolie, die wir hier verwenden, ist übrigens selbstklebend. Generell sollte man eigentlich nie irgendwelche Leerräume lassen. Das sind nämlich Feuchträume, wo sich dann später auch Schimmel bilden kann. Deshalb, dass die jetzt komplett klebt, ist natürlich großartig, weil dadurch entstehen schon gar keine Lücken. Da das Dach bei uns aus Bitumen ist, wie Maurice schön zeigt, sollte die Folie hier als Dämmung ausreichen. So, die Decke steht und das ging super einfach durch Kleben. Mal gucken, ob die später bei Dampf einfach abfallen, weil es der Kleber nicht hält. Keine Ahnung. Wenn ihr ein bisschen mehr Geld, mehr Zeit investieren wollt, dann nehmt EPS-Platten. Und genau diese, die werden wir jetzt hier für die Wände benutzen. Das hier sind sogenannte EPS-Platten. Im Endeffekt ist das ja nichts anderes als Styropor, ne? Das ist ein Kunststoff, die haben super Wärmedämmeigenschaften. Und vor allem diese Platten sind geeignet, laut Maurice, für Saunen. Genau, die werden auch im professionellen Saunabau benutzt. Die sind günstig, die sind leicht zu verarbeiten, dementsprechend für unsere Zwecke absolut top. Die Platten werden hier erstmal einfach an die Wand gesteckt. Wie der Zufall will, passt er bei uns. Eine Saunadämmung sollte mindestens 4 cm dick sein. Die Wand ist fertig. Die Bretter hier, die legen wir einfach hier dran, neben unsere drei Pfosten, verschrauben die einfach jetzt in der Wand. Wir haben übrigens unbehandeltes Fichtenholz aus dem Baumarkt verwendet, weil es für Saunen geeignet ist und auch unser Gartenhaus aus Fichte besteht. Die Decke und die Wände sind wärmegedämmt, jetzt geht's an den Boden. Das ist eine XPS-Hartschaumplatte. Die sind zwar etwas teurer, aber dafür dichter und stabiler als Styropor. Aber Info für euch, das klappt auch mit Styropor, nur haben wir halt diese vorher schon gekauft. Vielen Dank an Maurice nochmal. Und weil der übrigens dann auch noch am zweiten Bautag krank ist, hilft mir Philipp heute. Freedom. Dann haben wir hier eine plane Fläche. Unseren Boden können wir quasi dann bündig hier einfach drauflegen. Mehr Stabilität gibt es noch mit den Latten hier. Die Dämmung steht. Kommen wir zum Vinylboden. Statt Holzbodendielen haben wir das hier. Das ist... Ja, was hast du da gekauft? Klickvinyl. Genau. Das ist feuchtigkeitsbeständig, kann man also in Feuchträumen wie zum Beispiel im Badezimmer oder in der Küche benutzen. Die werden schwimmend verlegt. Schwimmend heißt, die werden nicht fix an Boden befestigt. Das soll verhindern, dass sich der Boden später wälzt. Außerdem klemmen wir kleine Abstandshalter zwischen Band und Vinyl. Die kommen später wieder raus, denn durch die Dehnungsfuge kann sich so der Boden bei Wärme wieder etwas ausdehnen. Der Vorteil bei Klickvinyl... Man muss ja nur quasi so oben dran und dann einfach nur runterdrücken. Und dann ist das schon fest. Man kann es nicht mehr verschieben. Deshalb ja dieses Klick. Am besten trotzdem mit einem kleinen Reststück nachhämmern, um die kleinen Lücken zu schließen. Zum Kürzen der Dielen benutzen wir einen Laminatschneider. Die gibt es für wenig Geld und damit kann man das rein theoretisch auch einfach schneiden. Alternativ dazu könnt ihr auch einfach eine Säge benutzen. So, wir haben Boden gelegt. Hurra, ein Vinylboden. Hey, das ist besser als erwartet tatsächlich. Wie so öfter mal bei uns. Da ist auch gar kein Leerraum dazwischen, ne? Also da ist, du hast keine Hohlräume irgendwie. Ja. Das ist jetzt wirklich eine durchgehende
Sehr schön. Platte. Ich muss sagen, wir werden immer professioneller. Da läuft irgendwas falsch bei uns. Da bin ich wirklich neidisch. So ein Gartenhaus hätte ich auch gern. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch die Seitenleiste. Weil wir ein bisschen Restholz über haben, nehmen wir das für die Fußleiste. Jetzt haben wir hier quasi hier eine Abschlussleiste. An die hintere Seite machen wir jetzt einfach den Verschnitt von unseren Seitenwänden. Die werden dann ganz einfach mit unserer Saunawand verschraubt. Fertig. Bodenleisten sind drin. Deckenboden, Wände sind gedämmt. Die Türen fehlen noch, genau. Weil so eine Gartentür halt eigentlich gar nicht dafür gedacht ist, dass sie großartig dämmen soll, weil sie soll ja eigentlich nur verschließen, dass man nicht reinguckt oder was rausfällt. Das heißt, wo die Tür nicht komplett abschließt, da müssen wir jetzt Dichtungen hinmachen. Die Dichtungsbänder kleben selbst. So, hier unten, Philipp, da haben wir jetzt ein Problem, da ist die Lücke, sieht man, glaube ich, sehr gut, die ist zu groß. Deshalb haben wir für den Türspalt ein extra breites Dichtungsband verwendet. Und ich freue mich schon auf die Kommentare von den Leuten, die wissen, wie man eine Sauna abdichtet. Oh ja, abdichtet. Die viel besser machen als wir vor allem. So, also, die Tür ist jetzt dicht. Die Wärmedämmung ist abgeschlossen, Philipp, was kommt jetzt? Du willst ja nicht stehen in der Sauna, du willst ja liegen. Richtig. Dann brauchen wir Liegeflächen. Und die machen wir aus ganz normalem Holz. Wow! Holz! Ihr könnt euch auch eine fertige Bank holen. Wir haben gesagt, wir machen es ein bisschen komplizierter. Deshalb haben wir uns Einzellatten geholt. Wir haben jetzt vor, drei dieser Dielen nebeneinander zu legen. Die werden einfach verschraubt. Vorher müsst ihr noch schauen, wie lang eure Bretter sein sollen. Bei der Länge der Stützbalken müsst ihr darauf achten, zwischen den einzelnen Brettern 2 cm Abstand einzuplanen. Das da ist der Schweißspalt. Die Schwitzritz. Ja. Die Stützbalken sollten an der langen Seite bündig abschließen und zur kurzen Seite sollten noch rund 20 cm Abstand sein. Wir wollen das Ding ja so haben, dass du es theoretisch auch wegklappen kannst, um wieder deine Gartengeräte reinzuschieben. Und deshalb machen wir Scharniere dran. Hier müsst ihr darauf achten, die Scharniere mit der richtigen Seite zu verschrauben, sonst lässt sich eure Bank später nicht problemlos einklappen. So, Philipp, wir haben die Scharniere dran. Du kannst das Ding jetzt zwar hochklappen, aber es hält dann noch nicht. Du kannst sie noch nicht draufsetzen, deswegen müssen wir noch Stützen hin. Schrauben. Und wir machen die seitlich. Oder seitlich zum Aufklappen. Genau, ja. Und dann fällt das praktisch raus so zur Stütze. Und wenn du es wieder reinmachen willst, machst du die Stütze nochmal weg. Genau. Deswegen nochmal Scharniere. Eure Tischbeine sollten natürlich etwas länger sein, als eure Bank breit ist. Ansonsten ist die Bank nicht mehr vollständig einklappbar. Jetzt noch die Winkel an die Beine und die Beine unter die Sitzfläche schrauben. Verstanden? Wenn nicht, dann einfach mal zurückskippen. Klappmechanismus funktioniert. Ist die Bank nicht ganz gerade, zeigt uns das die Wasserwaage. So, die Scharniere sind drin. Ja. Also sieht auch optisch schön aus. Ja. Also. Und wenn man den Platz wieder für die Gartenmöbel braucht, kann man die Bank einfach wieder wegklappen. Kleiner, aber passt, ne? Genau, würde ich mal sagen, oder? Und das machen wir jetzt genauso mit hinten der Wand. Für das echte Saunafeeling schrauben wir jetzt noch ein Thermometer und eine Sanduhr für jeweils 10 Euro dran. Wie, das war's? Ja. Ich dachte, da kommt jetzt ein riesen Aufwand. Nee. Für den gleichen Preis haben wir auch noch ein selbstklebendes Akku-LED-Licht dran gemacht. Das kann man einfach per USB laden. Das letzte fehlt noch, der Ofen. Das da ist alles, das ist der Ofen. Und wenn man da reinguckt, das sind Heizspiralen und da kommen dann die Steine rein. Das ist ja wie bei so einem Grill eigentlich nur. Genau. Unser Ofen hat 3,6 Kilowatt und soll sich für Saunen bis 6 Kubikmeter eignen. Ist kein Starkstrom notwendig, wird einfach nur an die Haushaltssteckdose angeschlossen. Der Ofen hat also einen üblichen 230 Volt Anschluss. Normalerweise ist der für etwas kleinere Räume geeignet, aber wir hoffen, dass der auch reicht. Da muss man vielleicht einfach eine Stunde länger heizen. Die Halterungen dienen nicht nur zum Befestigen, sondern auch als Abstand. Und der Abstand, der ist auch wichtig wegen Brandgefahr, denn die Dinger werden richtig heiß. Wir haben jetzt eigentlich gedacht, wir können das Ding an die Wand montieren, aber wenn Steine noch drin sind, ist es wahrscheinlich zu schwer, deswegen soll es auf dem Boden. Damit es aber nicht direkt auf den Kunststoffplatten hier liegt und da irgendwas schmilzt, machen wir es zumindest hier auf diese Holzplatte drauf. Trotzdem festschrauben wegen Umkippgefahr. Genau. Kurz vorm Ziel brauchen wir noch Aufgusssteine. Die einfach in den Saunaofenschichten mit den großen Steinen angefangen, dann fallen die kleinen nicht durch. Super clever, oder? Die Sauna ist, kann man sagen, fertig, ne? Kann man sagen. Jetzt muss nur noch das Ding da funktionieren. Ja. Zum Testen war Maurice am dritten Tag natürlich wieder fit. Ich war noch nie in der Sauna. Du warst noch nie, ich war noch nie in der Sauna. Heute Premiere, ja. Ich würde sagen, geh mal rein, oder? Ja. Wenn man reinkommt, das erste ist der Geruch. Es riecht wie in einer richtig teuren, echten Sauna. Wir schauen mal kurz die Temperatur. Wir haben um die 60 Grad. Da unsere Sauna etwas größer ist, mussten wir ungefähr 6 Stunden lang aufheizen. Hier kann man pro Saunagang beim aktuellen Strompreis zwischen 6 und 8 Euro rechnen. Wenn wir jetzt die Sauna noch 1 Stunde länger aufgeheizt hätten oder 2 Stunden, dann wären wir an die 70, 80 Grad gegangen. Allgemein gilt die Regel, desto kleiner der Raum und desto stärker der Ofen, desto schneller wird es natürlich warm. Dafür, dass ich noch nie in der Sauna war, muss ich sagen, dass die Dämmung, so wenn man reinkommt, einen absolut echt guten Job macht. Hat funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat,
habt, dann lasst uns ein Like da, ein Abo. Schreibt uns einen Kommentar, wie findet ihr unsere Sauna? Würdet ihr euch genauso nachbauen? Da findet ihr noch weitere Videos von uns. Und während ihr die anklickt, gehe ich jetzt schon mal raus, weil ich halte es echt nicht mehr aus. Ich finde es echt zu krass gerade. Ciao. Tschüss.